Okay, ich denke, dann gehen wir mal wieder. Da ist das Besucherzentrum, dann kommen wir da wahrscheinlich wieder raus. Dann haben wir hier die JVA schon komplett abgeschlossen und... Ja, die Feinde erledigt. Sprengstoffkiste. Ach, ich glaub's nicht. Komm, ich gehe mal nah an die Werkbank. Und jetzt gucke ich mal, was wir hier noch... Was ist das? Englisch? Na, egal. So, was haben wir hier? Feuer zu Metall. Blechteller, Buttermesser, Gabel, Metalllöffel. Was? Gecko-Hautgürtel. Oh, Freunde, ich glaube, das sind auch alles DLC-Sachen, weil das gekochtes zu Metall, das kenne ich ja gar nicht. Benötigte Fertigkeit reparieren 25-25. Ah, da können wir den ganzen Schrott, den wir sammeln, einschmelzen. Ist ja richtig geil. Messer, Messer, Speer. Alter, was? Aus Abraxo, Putzmittel, Klebeband, kosmisches Messer, Sauber und Messerspeer? Ja, nee, halt, Moment. Ich verstehe das nicht ganz. Einen kosmischen Messerspeer. Man braucht dafür schon einen Messerspeer. Das ist ja... Messerspeer. Boah. Huch, hat sich hier gerade irgendwas aufgehängt, oder? Ich gehe ja gerade nochmal raus. Irgendwie stimmt hier gerade was nicht. Messerspeer, Messerspeer. So, Klebeband, kosmisches Messer und Wurf... Und Wurfmesserspeer. Ach, jetzt aber. Das heißt, man muss zuerst ein Wurfmesser... Zeitbombe, alter Schwede. Dynamit 5, Eieruhr, Elektroschrott und Klebeband. Tornisterladung, alter! Super Stimpack zur Autoinjektion. Automatische Verwendung bei 25% Gesundheit. Okay, dazu muss man jetzt echt sagen, also das ist geil. Dafür brauchen wir aber Sensormodule, aber das sind ja alles Sachen, die kann man sich leicht besorgen. Die liegen ja überall rum quasi. Pulverladung, das haben wir vorhin aufgehoben. Blechdose, Dynamit, Klebeband, Sensormodul. Blechdose, der ganze Schrott, der herumliegt, den können wir einfach nehmen, um was daraus zu bauen. So ein Messerspeer sieht ja also schon geil aus, aber irgendwie brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Okay, können wir uns ja noch alles überlegen. Ich guck mal, ob hier vielleicht irgendwie... die Elektronenakkus wieder aufbauen kann, quasi. So, was haben wir noch? Kleine Energiezelle brauchen wir nicht. Ja, das nehmen wir noch. Ein bisschen Brennstoff wiederherstellen. So, und wir haben immer noch zu viel. Hm, hier musste irgendwas dabei sein, was man wegwerfen kann. Und es ist mir gerade eben erst was gekommen. Oh, fuck. Na, egal. Es ist mir gerade eben erst was aufgefallen, was... ich habe vorhin links oben in der Ecke erscheinen ja immer so Symbole quasi. Also irgendwie diese Figur, die man da ja immer sieht. Diese lächelnde Figur mehr oder weniger. Und da war vorhin das Zeichen von Wildes Ödland dabei. Was ja auf ein Easter Egg quasi hindeutet. Aber ich habe keine Ahnung, es war doch hier, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Mist, ey, ich habe da überhaupt nicht... Jetzt gerade in dem Moment fällt es mir ein. Ach, so ein Mist. Jetzt gerade in dem Moment fällt mir erst ein, was es zu bedeuten hat. Das ist ja echt blöd. Das hat ja bestimmt mit der JVA zu tun. Wir reisen mal wieder per Schnellreise hier durch die Gegend. Es dauert uns wieder Ewigkeiten, bis wir da wieder ankommen. Und dann gehe ich jetzt mal nach Brim und frage mal jetzt... Ich frage jetzt echt mal die RNK, ob sie den Schutz der Stadt übernimmt. Was bleibt mir jetzt anderes übrig? So. Habe ich überhaupt die richtige Mission ausgewählt? Bestimmt schon, oder? Ja, definitiv. Dann machen wir das jetzt mal. Und zur allergrößten Not nehmen wir dann halt echt den Brimslim als Sheriff. Auch wenn ich das echt nicht gerne machen würde, weil irgendwie kommt er mir ja nicht besonders vertrauenserweckend vor. Können wir eigentlich bei denen was verkaufen? Ich glaube nicht. Die haben keinen Händler, soweit ich weiß, der RNK. Und ich schaue dann auch mal, dass ich dann den Roboter wieder hinkriege, bevor wir weiterziehen. So, und jetzt in dieses Zelt rein.
Aber es ist schon geil. Eigentlich müssten wir uns die ganzen Baupläne mal rausschreiben. Eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Ja, das wissen wir ja schon, dass du da drauf hoffst, mein lieber Freund. Ja, dass wir uns mal vielleicht die Pläne, ein paar wichtige Pläne rausschreiben, das werde ich vielleicht mal machen. Das werden wir durch die Ödnisstreifen dann auch ein bisschen Schrott quasi mitnehmen, den wir dann weiterverwerten können, anstatt immer alles liegen zu lassen. Weil selbst aus den Blechdosen kann man ja mittlerweile was bauen. Ja. So, was haben wir jetzt? Prim braucht dringend wieder Gesetz in Ordnung. Wir wissen, dass Prim strategisch wertvoll ist und wir wissen, was die Stadt braucht. Aber wir können uns kaum gegen die Pulverbande behaupten. Wir haben weder die Bewaffnung noch das Personal, um unsere Mission zu erfüllen. Geschweige denn, um auch noch diese Stadt zu verteidigen. Was brauchen Sie, um den Schutz der Stadt zu übernehmen? Was wir vor allem brauchen, sind mehr Leute. Mit nur einem Trupp mehr könnten wir problemlos einen Sheriff einsetzen und trotzdem unser Hauptziel, die Interstate im Süden zu beschützen, erfüllen. Wenn Sie möchten, dass die RNK den Schutz von Prim übernimmt, sollten Sie uns hier oben zusätzliche Truppen beschaffen. Knight beim Mojave Outpost kann vielleicht helfen. Okay. Ich möchte mit Ihnen über Prims Zukunft sprechen. Haben Sie uns schon zusätzliche Unterstützung besorgt? Noch nicht. Okay, das heißt, wir müssen denen jetzt mehr Männer besorgen. Und wenn wir das getan haben, dann können wir... Dann beschützt er die Stadt. Das ist ja immerhin schon mal was. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, wie ich mir das jetzt gedacht hatte. Und wir müssen zum... Ach du Scheiße, Mojave Outpost Barrack. Oder Baracke. Das ist ja ewig weit weg. Oh, vielleicht doch lieber Brimslim. Nein, ach was. So. Westlager der Pulvermanditen, das haben wir doch alles schon erledigt. Good Springs, vergöttert. Wir könnten mal nach Good Springs gehen und Sachen verkaufen eigentlich. Komm, wir gehen mal nach Good Springs, da waren wir schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr in der letzten Aufnahmesession. So, Good Springs, und da haben wir ja auch gleich unsere Trudy. Trockene Kehle? Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. So, und jetzt gucken wir mal, für wie viel die das Dynamit nimmt. Ach, Granaten haben wir auch. Ach komm, wir hauen jetzt mal die RNK-Dollar weg. Die wiegen zwar nichts, aber wir kriegen immerhin ganz schön was dazu dadurch. Ach, die hat zu wenig... Ah, fuck. Die hat zu wenig Geld, um uns was abzukaufen. Dann müssen wir doch... zum Waffenladen hier, zum General Store. Der ja alles Mögliche anbietet. Und ich denke mal, dass der hier ein bisschen mehr Geld haben wird, um uns Sachen abzukaufen. Dass der vielleicht auch ein paar wichtige Sachen, zum Beispiel Munition im Angebot hat. Möchten Sie Vorräte kaufen? Yep. Natürlich. Dann zeig mal her, mein Freund. Erst gucke ich mal jetzt hier RNK-Dollar. Wie viel hat denn der? Der hat 757. Dann gebe ich dem jetzt all meine RNK-Dollar mal. Ich glaube, die bringen uns eh nicht viel. So, das akzeptieren wir schon mal. Den Magnum. Die Magnum, brauchen wir die eigentlich? Aber wir haben so viel Munition für die. Wäre eigentlich eine Schande, da die Waffe dafür zu verkaufen. Das wäre eigentlich Quatsch. Komm, eine davon können wir auch mal verkaufen. Altmetall behalten wir. Dienstgewehr. Vertreterwoche. Dino-Spielzeug, das will auch keiner irgendwie. Dynamit. Verkaufen wir mal. 15. Wow, das ist nicht schlecht. Hat er halt fast kein Geld mehr, aber wir haben wieder ein bisschen Platz, oder sollten wieder ein bisschen Platz haben. Jetzt können wir uns auch mal ein bisschen Munition wieder besorgen. HD-Zylinder. Erhöht den Zustand plus 50%. Brauchen wir ja nicht. Wir benutzen Revolver ja eh nicht. 5,56 mm. Ah, 3. Eine einzige. Alter. Und normale 9 mm hat er auch nicht. Das ist ja Mist. Elektroschrott, brauchen wir das eigentlich? Elektroschrott für... brauchen wir das? Das ist die Frage. Was brauchen wir nochmal für den Roboter? Haarklammer brauchen wir nicht. Harmonika, nee. Nachtvisier haben wir eh schon. Ich glaube auch irgendwie, die haben immer das Gleiche. Und es scheint aber irgendwie neue Munition hier zu sein. 3-0er-Schrot, Kaliber 20, Laufgeschoss. Hm. Kernspaltungsbatterie, okay. Laserpistole ADW. Oh, die hat vollen Zustand. Nicht schlecht. Lederrüstung. Metallmunitionskiste. Munitionskiste 38 Sonder. Ja, aber das sind da wahrscheinlich die ganz, ganz schlechten Patronen. Plasmapistole ADW. Plasmapistole Hochenergie-Ionisierer. 474. Alter Schwede. Erhöht Schaden plus 7. Alter.
Ich glaube, das holen wir uns mal. Komm, das holen. Wurf. Moment, Wurfaxt. Krasser Scheiß. Stimpaks brauchen wir nicht. Dann nehme ich mir das jetzt echt mal. Nehmen wir die gleich mit. Komm, nehmen wir die gleich mit. Nehmen wir das dazu. Kostet uns natürlich wieder einen Haufen, aber das macht nichts. Wir haben bestimmt auch noch was zu verkaufen hier. Die Minen könnten wir eigentlich mal verkaufen, weil Minen hier einzusetzen ist sowieso sehr, sehr schwierig, weil wir ja meistens in Bewegung sind und der Gegner eher sich verbarrikadiert hat. Wobei, ich weiß gerade gar nicht. Ja doch, ich guck mal nach den Minen, wie viel die wert sind, wie viel der uns dafür zahlt. Leichte Lederrüstung behalten wir lieber mal. Mentats, Nuka-Cola. Tatsächlich, genau, ich verkaufe mal die Nuka-Cola. Die ist eh Red verseucht, leider. Also atomar verseucht. Dann doch lieber das saubere Wasser oder Sunset Sarsaparilla. Boah, meine apropos, meine Kehle ist ultra trocken gerade. Ich trinke mal kurz was, ne? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. So. Plasma-Pistole, das haben wir ja jetzt. Müssen wir auch noch einbauen. Psycho. Mich ein bisschen an Crisis. RCW-Laser sieht eigentlich schon geil aus, muss man sagen. Da könnte ich eigentlich mal ein paar Elektronen-Akkus kaufen. Wobei, wir sind ja eigentlich auf Schusswaffen geskillt. Ja gut, das lässt sich eigentlich ja schon ändern. Wir können ja auch auf Energiewaffen skillen im Nachhinein. Und ich glaube, ich verkaufe echt mal die Splitterminen, oder? Mache ich das? Oder doch die Stammesrüstung? Und es sind halt einzigartige Gegenstände. Und einzigartige Gegenstände verkaufe ich nur sehr, sehr ungern. Und ich würde echt gerne wissen, was sie mit der Vault 13 Kantine auf sich hat. Muss man die erst aufladen, dass man da einen Schluck draus nehmen kann? Oder ich weiß es gar nicht. So, Moment. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter hoch und guck mal, ob der noch Elektronenakkus wollten wir gucken. Ne, hat er natürlich nicht. Nee, und oben bei Munition ist es auch nicht so, wie es aussieht. Und den HD-Zylinder brauchen wir auch nicht. Das wäre Quatsch. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nee, das brauchen wir alles nicht. Und dann gucke ich jetzt gerade mal nach der Waffe, die wir ja jetzt haben. Waffen. Plasmapistole. Und die können wir jetzt gleich mal modden. Genau. Plasmapistole. Alter Schwede. Komm, die nehmen wir mal. Wir können die eigentlich auch gleich... Wir reparieren die gleich mal. Jetzt nehme ich die einfach mal kurz. Ich bin zwar auf Schusswaffen geskillt, aber... Schaden kann es auf jeden Fall... Auf jeden Fall jetzt mal nicht. So, was ist denn wieder los hier? Ich sollte echt mal mehr trinken während dem Let's Play. Schaden kann es auf jeden Fall jetzt mal nicht... Und wir müssen da zum Mojave Outpost. Boah, wir können natürlich auch hier mal mit dem DLC schon anfangen, aber das würde ich nur zu ungern machen, ehrlich. Nipton, Mojave Drive-In. Das ist alles DLC. Dann gehe ich jetzt mal nach Prim und reiß mal die Straße entlang. Während den Ladebildschirmen geht auch ganz schön die Framerate in den Keller, ist mir aufgefallen. Muss mal kurz gucken, wo ich jetzt lang muss. Ich gucke auch mal, ob ich den Roboter jetzt klar kriege. Die Waffe sieht schon geil aus, muss man schon sagen. Schon ein bisschen nach Eigenbau, aber trotzdem irgendwie cool. Reparieren. So, was fehlt denn jetzt? Drei Altmetall, zwei Sensoren. Ach, die Sensormodule brauchen wir noch. Stimmt. So, ihn in Ruhe lassen. Wir brauchen also noch die Sensormodule. Nur woher nehmen und nicht stehlen? Oder doch stehlen und dann nehmen? Ist mir gerade spontan eingefallen. ich gehe mal, waren wir da oben eigentlich schon mal? Ich weiß es gar nicht. Oh, offensichtlich nicht. Shopping für Wochenendkrieger. Okay, Munitionskiste. Ah, nicht schlecht, 10mm Patronen. Und, gut. 5,56er, dann gucke ich mal, was das bewirkt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich... Nahkampf, Shopping für Wochenendkrieger. Nee, Schusswaffen plus 10. Aber es ist ein Magazin, so wie es aussieht. Ja, ist definitiv ein Magazin und kein Buch. Schade. Schusswaffen plus 10 mit einem Magazin wäre, mit einem Buch wäre natürlich richtig geil.
Wir brauchen immer noch die Sensormodule. Ich habe keine Ahnung, woher wir die bekommen sollen. Jetzt gehe ich echt mal zum Johnson und frage den mal, ob der hier irgendwie Sensormodule oder irgendwas hat. Ich schaue einfach mal. Also ganz ehrlich, wahrscheinlich hat er auch bei dem Gemischtwarenladen der Chat-Sensormodule und ich habe da jetzt einfach nicht dran gedacht, aber es ist immer schwierig, hier sich alles zu merken. Ich glaube, ich sollte echt mal anfangen, so ein kleines Büchlein zu führen. Machen ja viele. Nicht nur während dem Let's Play, sondern auch so. Einfach so ein kleines Game-Büchlein, wo ich dann immer nachschauen kann. Hey. Ja, was gerade los ist, was ich gerade für Aufgaben habe, was für Teile vor allem. Aus was für Teilen vor allem ich Sachen bauen kann und so weiter. Aber hier können wir was kaufen. Perfekt. So, der hat auch Muni ein bisschen was. Vielleicht mal was Gescheites. Nur einen Haufen Pistolen, aber keine Muni für die Pistolen. Das ist unglaublich. Komm schon, du hast doch Sensormodule. Na? Ah, du hast doch bestimmt Sensormodule. Energiezelle könnte ich auch mal nehmen. Das ist aber zu teuer. Das finde ich lieber. Das suche ich lieber, besser gesagt. Hülse. Die sind eh kostenlos. Dann nehmen wir mal alle mit. Im Wiegen tun sie ja auch nichts. Finde ich eh eigentlich lustig. Die Hülsen kosten gar nichts. Die kann man sich also quasi überall einfach mitnehmen. Und dann daraus Munition bauen. Was wir natürlich auch noch nicht gemacht haben. Kettensäge, Metallgehäuse. Kettensäge. Effekte, Arsenal der Waffenschieber. Wir müssen zum Arsenal der Waffenschieber. Ich will die Kettensäge. Aber definitiv. Laserpistole, Fokussieroptik. Nee, das habe ich echt. Habe ich jetzt gerade eigentlich geguckt nach. Mann, Mann, Mann. H, K, L, M, N, S. Sensormodul, ein einziges, na super. Aber besser als nichts. Es kostet 44, ey, das gibt's. Ach. Das gibt's ja nicht. Egal. Danke. Wahrscheinlich finden wir jetzt hinter der nächsten Ecke ein Sensormodul. Dann beiße ich mir in den Arsch. Wenn ich das könnte. Oder ich würde mir in den Arsch beißen, wenn ich es könnte. Aber hier ist alles einfach nur auf Diebstahl. Wenn ich hier irgendwas anfasse, dann kriege ich hier noch echte Probleme. Ja, spiel du nur. Am kaputten Automaten. So sieht's aus. Nee, dann nehme ich besser nichts mit. Angucken können wir uns die Sachen, ja, solange wir nichts mitnehmen. Muss ja auch sagen, Bethesda hat das ganze Spiel vom Spielprinzip her ganz schön an Skyrim auch angelehnt. Besser gesagt, umgekehrt, Skyrim an Fallout angelehnt. Wenn man alleine mal drauf achtet, wenn man einen Levelaufstieg macht, also wenn da Stufenaufstieg dasteht, ist das Geräusch exakt das gleiche wie bei Skyrim. Achtet mal drauf, das nächste Mal ist tatsächlich so. So, und jetzt, ich werde hier noch wahnsinnig. Und jetzt gehe ich mal nach Good Springs zurück und guck mal, ob da jemand ein Sensormodul hat. Eieiei. Ich mag dieses Rumgedümpel übrigens auch rein gar nicht. Aber was bleibt mir denn für eine andere Wahl jetzt? Ich will diesen Roboter jetzt endlich zusammensetzen. Und das möglichst früh, weil sonst vergesse ich es wieder. Und dann war es das schon damit. So, jetzt steh auf, Chat. Schneller. Komm schon. Wach auf, Mann. Möchten Sie Vorräte kaufen? Yep. Not. So, du hast doch bestimmt ein Sensormodul. Komm schon, eins wirst du doch haben, oder? Bitte. Ein einziges. Ich gucke mir natürlich auch noch den Rest an, aber... Das gibt's doch nicht, ey. Ach, verschwinde. Nur keine Hektik. Nein, nur keine Hektik. Am besten räume ich ihn im Laden leer. Als Strafe dafür, dass er kein Sensormodul hat. Trudy, sei da. Hallo. Hallo. Ist da vorne... Ich sehe das gerade richtig, ne? Da ist eine 357er Magnum in einem Glas. Na gut. Wem es Spaß macht. Können wir hier vielleicht irgendwo ein Sensormodul mitgehen lassen? Hier ist ja gerade keiner. Und wer hat mich da eigentlich gerade begrüßt? Hier ist doch überhaupt niemand. Nehmen Sie ein Schlückchen aus Ihrem vertrauensvollen Vault 13. Ey, aber wie?
Ich weiß doch, ich würde ja gern. Vielleicht muss ich das Spiel auch einfach nochmal neu starten. Vielleicht ist es einfach ein Bug, dass es nicht geht. Da unten läuft die Sunny, ja auch nicht schlecht. Vielleicht hätte der Doc was anzubieten. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie man die Waffe wegsteckt. Ich glaube, so steckt man die Waffe weg, genau. Dann können wir, glaube ich, auch ein bisschen schneller laufen. Und ich glaube, der Doc Mitchell hat auf jeden Fall irgendwas, was wir... was Gescheites, was wir ihm vielleicht abkaufen können von den Sensormodulen. Wie geht es Ihnen? Ja, wie geht es Ihnen? Ich bin verletzt, brauche medizinische Hilfe. Ich brauche auch kein medizinisches Material. Hat er vielleicht auch was Normales? Nein, medizinisches Material. Da ist wahrscheinlich hundertprozentig kein Sensormodul dabei. Stützbandage? Zange? OP-Schlauch? Ne, das brauche ich alles nicht. Ach, komm. Das ist ja unglaublich. Wahrscheinlich mache ich es mir gerade sowieso unnötig kompliziert. Und hier liegt wahrscheinlich sowieso irgendwo bestimmt ein Sensormodul. Oder? Das könnte echt sein. Vielleicht haben wir Glück. Gehe ich hier mal ganz schnell durch. Was haben wir da? Truhe ist leer. Und hier liegt überall so viel Schrott rum. Hier muss doch irgendwo ein Sensormodul sein. Das kann doch nicht sein. Ofen. Im Ofen ist bestimmt kein Sensormodul, oder? Natürlich nicht. Das Brahmin Steak kann er definitiv behalten. Genauso wie die Dinnerteller, aus denen wir jetzt auch irgendwas herstellen können. Ich habe natürlich schon wieder vergessen, was. Und aus der Toilette trinken tue ich jetzt auch nicht. Ausnahmsweise mal. Raus. So. Dann müssen wir wohl doch weiterziehen. Bei oben ist ja... Hier müssen wir doch eigentlich auch noch was kaufen können, oder? Ich weiß es gar nicht. Mit etwas Glück hat der Ringo ja wirklich was für uns. Falls der überhaupt noch hier lebt. Wahrscheinlich, natürlich nicht. Na gut, dafür können wir jetzt seinen Laden ausräumen. Besser gesagt, war ja gar nicht sein Laden, sondern nur sein Unterschlupf vor den Pulverbanditen. Vor den 5 Stück, die ihn verfolgt haben. Von ein paar Dutzend. Sack. Also seit ich Sherlock Holmes gespielt habe, habe ich irgendwie Probleme, wenn irgendwo ein Sack rumliegt. Leute, die das Projekt gesehen haben, die werden sich daran erinnern. In jedem einzelnen verdammten Wimmelbild. Sack. Oder noch besser, Sack mal 2. Und deswegen betone ich das Ganze auch so, Sack, 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 Sack. So, jetzt aber genug davon. Briefkasten. Der moderne Arzt. Ah, perfekt. Nicht schlecht, finden wir hier sogar noch was. Und ich dachte, wir hätten ja alles durchsucht. Pustekuchen, so wie es aussieht. Da unten liegt noch was. Der Partylöwe. Leere Flasche Whisky, Metallkiste. Ich nehme mal das Abraxe Putzmittel mit. Damit konnten wir irgendwie diesen super Messerspeer oder wie das heißt. Ich glaube, Messerspeer, genau. Alter, und hier liegt... was hier alles rumliegt. Wenn wir nochmal ein Level aufsteigen, dann brauchen wir die Ersatzteile gar nicht mehr. Und wahrscheinlich finden wir sie dann genau in dem Moment. So kenne ich das Ganze. Ist in den Fässern eigentlich was drin? Nee, aber da liegt eine... oh, da liegt eine Waffe. Ein Luftgewehr. Das lasse ich aber mal liegen. Das braucht ja keiner. Das macht ja rein gar keinen Schaden. Kann man in dieses Haus eigentlich rein... Das ist gar keine Tür, kann... Ah, es war nagelt, scheiße. Ach, ja. Woher nehme ich das jetzt? Südlage der Pulvermanditen. Gehe ich mal hin. Da habe ich auch schon alle ausgelöscht. Vielleicht liegt da ja noch irgendwas rum. Wenn nicht, dann ziehen wir auf jeden Fall jetzt mal... Oder gehen wir jetzt erstmal zurück nach Brim und dann bewegen wir uns weiter.